Anlieferung ins Brüderhaus nach Koblenz, eine von drei Betriebsstätten des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur, neben dem Marienhof Koblenz und dem Brüderkrankenhaus Montabaur. Was hier angeliefert wird, sind unsterile Medizinprodukte, die in der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung des Klinikums, kurz ZSVA, aufbereitet werden. Wir arbeiten in einem Dreischichtsystem rund um die Uhr. Von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntage und Feiertage werden dann nochmal über Rufbereitschaft abgedeckt, sodass wir letztendlich 365 Tage im Jahr dann auch verfügbar sind. Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Neben den drei eigenen Krankenhäusern nutzen auch eine weitere Klinik sowie zahlreiche Arztpraxen aus der Region das Fachwissen und die hochmoderne Ausstattung dieser Abteilung. Die Aufbereitung der Medizinprodukte muss sicherstellen, dass bei der nächsten Nutzung keine Gesundheitsschäden drohen, etwa durch Infektionen, allergische oder toxische Reaktionen oder aufgrund eingeschränkter Funktionalität. Nach der Anlieferung ins Brüderhaus erfolgen im Dekontaminationsbereich auf der sogenannten unreinen Seite die ersten Schritte. Die Medizinprodukte werden in der Warenannahme gescannt und in einem Computersystem erfasst. Anschließend folgt, wenn notwendig, eine Demontage der Instrumente und eine Vorreinigung, zum Beispiel im Ultraschallbecken. Nach der Vorreinigung werden die Beladungsträger bestückt für die Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Der Prozess wird versorgt mit VE-Wasser, das ist voll entsalztes Wasser. Und wenn dann der Reinigungsprozess abgeschlossen ist, dann wird mit diesem fast rückstandsfreien Wasser nochmal eine Schlussspülung vorgenommen und der Prozess geht dann über eine thermische Desinfektion. Ja. Dort wird dann nochmal bei 93 Grad thermisch die Instrumente desinfiziert. Nach einer guten Stunde in diesen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten wird das Material vom Personal auf der reinen Seite im sogenannten Packbereich entgegengenommen. Alle Prozesse in der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung werden jährlich validiert und in einer speziellen Software dokumentiert, mit dem Ziel, dass die Prozessabläufe stets zu einer vorher festgelegten Ergebnisqualität führen. Der ganze Prozess vom Anfang des Wareneingangs über Reinigung, Desinfektion, Packen und Sterilisation ist dokumentiert. Man kann also genau anhand einer Produktionsnummer in der Software nachvollziehen, wann das Sieb aufbereitet wurde, wer es gereinigt und desinfiziert hat, wer es gepackt hat, wer es sterilisiert hat und auch wer es kommissioniert hat. Neben der Dokumentation der Reinigungs- und Desinfektionsprozesse werden die Medizinprodukte jetzt visuell kontrolliert, auf Sauberkeit und technische Mängel. Pflege, Funktionskontrolle, bei Bedarf auch Montage. Die Mitarbeiter überprüfen jedes einzelne Produkt. Einzelne Instrumente oder auch Sets werden individuell nach vorgegebenen Standards verpackt. Die Mitarbeiter packen Siebcontainer nach klaren Vorgaben. In übersichtlichen EDV-Listen ist detailliert aufgeführt, welche Instrumente zusammengenutzt werden. Anschließend erfolgt die dokumentierte Beladung der Autoklaven oder Sterilisatoren. Die Dampfsterilisation erfolgt bei 121 oder 134 Grad. Die Niedertemperatursterilisation für thermolabile Instrumente erfolgt bei bis zu 60 Grad. Der letzte Schritt ist, nach erfolgreicher Sterilisation werden dann die Medizinprodukte, die Siebe und Sets, für die einzelnen Häuser kommissioniert, das heißt für unsere drei eigenen Häuser oder für das externe Krankenhaus oder die kleinen Praxen, dann in entsprechenden Behältnissen und Transportwagen eingeräumt und dann zur Kommissionierung freigegeben und dann über die Übergabeschränke dann entsprechend der Logistik zugeführt.
Reinigung, Pflege, Sterilisation, Kommissionierung. Die unrein angelieferten Medizinprodukte sind wieder einsatzbereit und machen sich auf den Weg zurück in die Krankenhäuser des Klinikums oder in die Arztpraxen der Region.